Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Vegan ist Bullshit. Ja, hallo, willkommen zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben in Vorarlberg. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was auch immer ihr gerade macht, wir sind jedenfalls im Spielbodenkino in Dornbirn und lasst uns hier gerade leckere Popcorn und Chips schmecken, alles selbst gemacht hier und haben gute Getränke dabei. Und nachher schauen wir uns noch gemeinsam den Film Vegan Everyday Stories an. Wir sind nämlich heute hier, weil wir bei unserer Filmreihe Animals Watching sind. Das machen wir nämlich gemeinsam beim Verein gegen Tierfabriken. Das ist immer am ersten Dienstag im Monat. Ab 19.30 Uhr kommt ein Film. Also wenn ihr da mal Lust habt, dabei zu sein, sehr, sehr gerne anmelden über unsere Seite pure.jetzt. Und jetzt gerade machen wir ein Bullshit-Bingo, weil wir hier alle am Tisch leben vegan. Und da hört man ja immer wieder lustige Sachen. Also wenn man irgendwo ist zum Essen mit der Familie, mit Freunden, Kolleginnen, bekommt man immer wieder mal so lustige Fragen gestellt, die sicher nicht immer böse gemeint sind, sondern manchmal auch einfach wirklich nett gemeint, lustig gemeint teilweise auch oder wirklich aus Unverständnis. Und da muss man natürlich immer argumentieren. Und da wollen wir heute mal ein kleines Spiel draus machen und rausfinden, wer von uns denn was schon alles gehört hat und was wer darauf auch Gutes zum Antworten gewusst hat. Das ist ja auch immer wichtig. Also wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ja genau diese Frage wollte ich auch schon immer mal stellen, keine Sorge, ihr müsst euch jetzt nicht mehr blöd fühlen, ihr kriegt heute auch eine Antwort dazu und müsst diese Frage nächstes Mal einfach nicht stellen. Okay. Mit mir hier am Tisch sitzen die Corinna, der Sebastian, die Diana und die Tatjana und das Martin natürlich und ich, die Ann-Kathrin. Ich würde sagen, wir starten einfach mal spontan rein. Und zwar mit der Frage, die ja also mich persönlich irgendwie am meisten aufregt. Ich weiß, sie ist nicht böse gemeint und ich habe es früher ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Aber wenn man es hört, denkt man sich halt als VeganerIn schon ein bisschen, liegt doch auf der Hand. Aber ja, schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Und zwar, warum müssen Veganer eigentlich immer Fleischimitate essen? Ja, weil ich meine, wenn ich Fleisch essen will, dann esse ich doch Fleisch. Also wieso muss ich dann Würstchen und Burger? Was soll das? Wer von euch hat das auch schon gehört? Ich glaube, jeder. Ja. Ja, ja, oft. Ja, viele von euch haben jetzt auch gelacht. Also ich weiß nicht, ich kriege das so regelmäßig, diese Frage. Und sie ist meistens eigentlich auch gar nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich so ein völliges Unverständnis, wieso man sowas macht, wieso? Weil wenn du es nicht essen willst, wieso isst es dann? Hä? That's bullshit. Also ich glaube, dass man da gar nicht wirklich weiß, wo man anfangen soll, weil man hört das in so vielen unterschiedlichen Kontexten. Man hört es im Berufsleben, einfach bei Kolleginnen und Kollegen. Man hört es im Alltag bei der Familie oder eben allen Freunden und Familienmitgliedern, die nicht vegan leben. Ja. Und ich glaube einerseits, dass die Leute denken, man wird getriggert. Ja. Da kommt aber dann irgendwie durch, aha, das ist ja schon ein Bewusstsein dafür, dass man keine Tiere essen sollte, dass einen das schmerzt. Also ja, finde ich noch okay. Aber die Einstellung, dass man sich über Namen und Form und Aussehen von Essen mehr Gedanken macht als über Tierleid, ist eigentlich erschütternd und traurig. Und manchmal antworte ich mit Bilderchen, wenn es mir möglich ist. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Da gibt es diese Dildo-Vergleich. Dann gibt es den Erklär den. Gerne. Der ist nämlich gut. Ja, also man hat
ja auch Freude daran, einen Dildo zu benutzen. Und obwohl es kein echter Sex ist quasi. Es, ja, das ist kein ja komisch. Fleisch ist. Sehr komisch. In meisten Fällen. Keine Ahnung. Hat mir mal wer so gesagt. Und das mit der Gurke, was ist das mit der Gurke? Da gibt es ein Foto, wo die Form einer herkömmlichen Gurke abgebildet ist und einer Salami. Ah, das kenne ich. Visuelle, also wo man dann sagt, wieso bauen Fleischesser Gurken in nach, oder? Genau, so, also das, ja, dass die Wurst quasi der Nachbau der Gurke ist. Ja. Das ist auch gut. Also eigentlich auch immer das Umdrehen. Also immer Gegenfragen. Warum bist du vegan? Warum isst du noch Fleisch? Warum isst du eine vegane Wurst? Oder warum baust du das nach? Weil ich es kann. Ja, das sage ich auch gern, ganz provokant und schaue dann so voll frech in die Augen. Weil ich die Tiere nicht quälen muss. Also und dann kommt immer so ein Ratter und dann werden manche aggressiv. Tatsächlich. Das ist aber nicht gut. Ja, ich finde das immer sehr lustig. Muss ehrlich sagen. Also du forderst die Leute gerne raus. Ja, okay. Das kann man auch nicht triggern mit Tierleid. Ich komme auch, also ich komme zwar aus Wien, aber ich habe viele Jahre im Burgenland auf einem Bauernhof auch verbracht, beziehungsweise das live gesehen. Ich kenne das. Mhm. Und aber vielleicht dann später noch. Also ich sage auch einfach gern, es ist einfach eine praktische Form. Also wie soll ich etwas, was, ja, absolut. Also eine Wurst ist einfach was Praktisches oder ein Burger Patty ist einfach praktisch, das in so eine Form zu geben. Und das machen wir ja schon mit den unterschiedlichen Dingen. Und ich bringe auch ganz gern den Vergleich, dass eigentlich ein Fleischersatz ähnlich funktioniert wie ein Kuchen. Und da haben wir auch kein Problem damit. Also wir vermatschen Pflanzensamen und backen sie dann auf und dann ist das ein Kuchen. Halleluja. Und bei einem Burger Patty darf ich das auf einmal nicht machen. Und weil, wenn ich richtig frech sein will, dann bringe ich auch den Vergleich, dass für mich ein Kuchen aus Zucchini auch kein Kuchen ist. Für mich hat da Mehl drin zu sein und das ist eine Frechheit. Ja, genau. Ja, so abstruse und absurde Gedanken, wenn man sie dann... Wenn man sie ja dann als absurd entlarvt und dann lacht, dann ist eigentlich meistens das Eis schon gebrochen. Ja, aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man am Ende miteinander aus der Situation rausgeht, also gemeinsam drüber gelacht hat, mehr Verständnis miteinander aufgebaut hat und dann weiß, wieso VeganerInnen sowas machen, sowas Komisches. Nicht Fleisch in Fleischform packen und essen. Ja, aber ich glaube, es ist auch noch ein Punkt, gerade beim Veganselessen merkt man das am meisten. Das musst du jetzt aber erklären, weil das habt nur die Leute, die das Glück haben, in Wien zu leben. Hier gibt es noch keinen Veganser. Oh mein Gott. Ich gebe euch gerne danach Tipps. Veganselessen ist einfach göttlich. Also ein veganes Gansel. Ja. Göttlich. Also wer in der Ganselzeit Zeit hat, nach Wien zu gehen, do it. Absolut. Nein, doch. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Mhm. Den habt ihr sicher auch schon mal alle gehört. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Oh Gott, ihr liebt ihn sicher genauso wie ich. Okay. Trommelwirbel innerlicher. Veganer zerstören mit Soja den Regenwald. Ja. Der ein ist Klassiker. Gut, oder? Die haben noch hier einen an der Waffel. Mach bloß, dass wir hier wegkommen, du. Da bin ich immer, also da war ich früher wahnsinnig getriggert, weil ich halt auch einen Hintergrund aus der Umweltschutzbewegung habe und es ist einfach ganz klar belegt, dass das meiste Soja, was da angebaut wird in Brasilien vor allem, das wird halt für Futtermittel verwendet und damit werden auch über 80% der Schweine in Österreich gefüttert. Den Soja, den VeganerInnen verzehren, das kommt hauptsächlich aus Europa, manchmal aus Kanada, aber niemals irgendwie aus dem abgeholzten Regenwald, wäre mir zumindest noch nie bekannt gewesen. Deswegen, und ich sage das dann auch immer ganz, wie sagt man, ganz entspannt einfach auch den Leuten dann, weil ich einfach auch weiß, dass ich die Argumente auf meiner Seite habe und
Ja, das ist auch was, was mir ganz arg triggert, wenn ich das irgendwo höre. Die Veganer, die zerstören den Regenwald. Also solche Aussagen habe ich wirklich schon auf der Straße gehört und habe dann wirklich einschritten müssen. Oh. Ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Darf ich das bitte aufklären? Also, ich habe die Lücke gar nicht kennt. Haben wir auch schon mal gemacht. Darf ich euch bitte aufklären? Das ist echt teilweise richtig in der Köpfe drin. Soja ist schlimm, Soja ist schlecht und egal ob das, also die wissen gar nicht, woher das kommt. Die meisten denken, das kommt wirklich aus dem, also auch für vegane Speisen, für Tofu und so weiter, das kommt aus dem Regenwald oder das kommt aus China oder was Gott woher. Aber das stimmt ja gar nicht. Also gerade Niederösterreich, Burgenland, das sind ganz große Sojaanbaugebiete bei uns in Österreich, sogar am Bodensee oder Richtung Schwarzwald wird viel Soja abpflanzt, was für Sojadrink, für Tofu und so weiter denn verwendet wird. Und ganz toll, sogar bei uns in Vorarlberg, in Dornbirn, in der Nähe vom Messepark, wird Soja abpflanzt für den menschlichen Verzehr. Tempeh. Oh Magen, mein Gott. Oh mein Gott. Nicht drauf essen. Ja, und dann als nächstes kommt halt immer, also wenn man das aufklärt, dann kommt halt auch immer das Argument, ja, das Soja, ich sage dann, das Soja ist ja für die Nutztiere, was im Regenwald abpflanzt wird. In der USA wird sehr viel abpflanzt, aber auch im Regenwald, da wird der Regenwald wirklich abgerodet. Und dann kommt halt immer wieder das Argument, ja, das Soja wird ja gar nicht wegen der Nutztiere abpflanzt, sondern wegen einem Sojaöl, oder? Oder benennt man es? Ja, Sojaöl, Sojaschrot, genau. Sojaöl, Sojaschrot. Und das sei ja nur ein Nebenprodukt für die Tiere. Aber wenn es, wenn wir jetzt mal die Überlegung anstellen, was wird passieren, wenn man das Sojaöl nicht mehr braucht? Das Soja für die Nutztiere wird man trotzdem bitter abpflanzen, weil es so eben in exorbitanten Mengen importiert wird, auch in die EU oder nach Österreich. Und weil Soja eben ein ganz, ganz tolles Lebensmittel ist, ja, auch übrigens für uns Menschen. Deswegen wird es ja für die Tier, fürs Tierfutter verwendet, genau, weil es eben ein ganz, ganz tolles Aminosäuren, also Proteinspektrum hat und super schnell Muskelaufbau betreibt, was wir ja wollen von den Tieren, damit wir Muskelfleisch essen können. Mhm. Deswegen kriegen die das und deswegen ist das auch für uns ganz cool. Und jetzt zum nächsten Punkt. Ja. Kühe geben doch sowieso Milch und platzen, wenn man sie nicht melkt. Die Armen. Das muss man machen. Absolut korrekt. Ja, oder? Lass mal so stehen. Auf jeden Fall. Ja, also das ist richtig. Mhm. Ist natürlich nicht richtig. Möp. That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. Also Kühe werden mal absolut gegen ihren Willen und regelmäßig, also jährlich, besamt. Dann gebären sie Kälber. Und das ist der eigentliche Punkt. Sie gebären Kälber, sonst gäbe es keine Milch. Sie haben Euter, die viermal so groß sind, bei manchen Rassen sogar noch größer als im normalen Zustand einer normalen, trächtigen Kuh, weil wir sie so hochgezüchtet haben, dass sie leistungsaktiver sind. Und dann geben sie diese Milch, die nun für die Kälber gedacht wäre, und ihre Babys werden ihnen weggenommen. Wohin werden die gebracht? Einerseits die männlichen Kälber werden ja weggebracht, geschlachtet. Die weiblichen werden, sofern sie geeignet sind, als weitere Milchkühe weiterverwendet, aber eben auch nicht bei der Kuh gelassen, weil sonst würden sie ja die kostbare Muttermilch wegtrinken. Und der Mensch ist ja wirklich mit Abstand das einzige Lebewesen auf der Erde, der artfremde Milch im Erwachsenenalter konsumiert. Das muss man nämlich betonen, im Erwachsenenalter. Ja, also da. Also wir sind ausgewachsen und trinken eigentlich eine Milch, die dazu da ist, dass wir wachsen sollen. Stichwort Hormone, Stichwort aber auch, was kommt da alles rein in die Milch? Also von Entzündungen, weil das alles nicht normal ist. Eine Kuh wird normalerweise so bis zu 26 Jahre. Diese Milchkühe haben, ich glaube, fünf Jahre ein sehr qualvolles Leben. Und dann sind sie aufgebraucht und werden, ja, getötet und, ja, so weiter verarbeitet. Also eine Kuh gibt eben nicht Milch, weil sie eine Milchkuh ist,
sondern weil sie eine Mutter ist. Genauso wie wir Damen, die jetzt hier keine Kinder haben am Tisch, wir Menschen, Damen, auch keine Milch geben, obwohl wir Brüste haben. Also genau nach demselben Prinzip funktioniert es eben bei Milchkühen genauso. Also wenn sie Mütter sind, wenn sie ein Kalb geboren haben, dann geben sie Milch. Und damit sie wirtschaftlich gesehen genug Milch geben, soll das eben jedes Jahr passieren. Und ja, aktuell platzen sie, wenn man sie nicht melkt. Also naja, sie platzen, aber sie kriegen halt Euterentzündungen. Also es ist halt wahnsinnig schmerzhaft. Und das ist aber nur deswegen, weil wir sie so dermaßen hochgezüchtet haben, dass sie so unfassbar viel Milch produzieren. Also würden wir einfach diese ganzen Hochleistungsrassen nicht mehr weiterzüchten, sondern ganz normale Kühe haben, dann und denen auch noch die Kälber lassen, dann wäre da überhaupt gar kein Problem mit einem schmerzenden Euter. Nächster Punkt. Aber der Löwe isst doch auch Fleisch. Ach, das ist super. Ich liebe diesen Vergleich. Ja. Der ist auch ich schon gehört, ja. Hm? Wer mag also, was dazu sagen? Ja, da gibt's viel zu sagen. Also ich komme dann immer mit Vergleichen aus der Tierwelt. Die Tierwelt ist sehr vielfältig und hat da super tolle Sachen, wie das Töten oder Abbeißen des Kopfes von manchen Insekten oder Spinnen und nach dem Paarungsakt. Da werde ich manchmal sehr komisch angeschaut. Weiß wie, das nicht, machst wieso. Du nicht? Nein. Also ich mache das immer. Also es gibt keine Beweise. Und ja, auch Erbrochenes oder Fäkalien werden gern von Tieren verzehrt, Aas. Mhm, ja. Mhm. Ja, auch die eigene Das machst Sippe. Du auch nicht? Nein. Komisch. Also, Leute, es gibt keine Beweise. Ja? Okay. Nee, mache ich nicht. Oder die umgekehrt. Die gehen also auch nicht in den Supermarkt, ne? Eben, genau. Also sie gehen nicht in den Supermarkt und haben nicht die Wahl, zu sagen, nehme ich jetzt den veganen, freilaufenden Hasen oder jage ich mir den nicht-veganen? Eben, ja. Sie kennen nur das, haben nur das im Angebot, haben keinen Supermarkt um die Ecke und sind halt womöglich leider auch noch Karnivoren. Ja, und der Löwe hält sich auch keine Tiere in Massen und sperrt sie ein und nützt sie aus. Also züchtet sie weiter. Ich dachte, das ist anders gewesen. Schon, gell? Das macht, also Simba hat das schon gemacht. Genau, weil die hatten ja auch ihr eigenes Königreich und da war auch der Circle, also der Kreislauf des Lebens, das ist ja auch ein sehr beliebtes Argument, so gefressen und gefressen werden und wir Menschen sind da mitten in dem Kreislauf, wir können da nicht raus, deswegen haben wir auch absolut die Berechtigung, andere Tiere zum eigenen Verzehr zu töten und auszubeuten. So ist es. Stimmen mal dazu, oder? Nicht. Die Leute sollen mal in die gemeint. Schule kommen. Du bist Lehrerin. Und ja, jetzt habe ich mich voll geoutet. Und man sagt den Kindern, sie dürfen jetzt alles mit dir tun, auch töten, weil das ist Survival of the Fittest. Und ja, ich denke mir, wir bringen unseren Kleinsten schon bei, was eine humane Art wäre. Aber wenn wir ihnen zeigen würden, was da alles so abgeht, bevor das Schnitzel am Teller liegt, ja, die wenigsten Kinder haben dann keine Empathie. So ist es. Das ist mir auch so aufgefallen. Ich habe noch eins. Was sagt ihr zu dem? Vegan ist mir zu teuer. Sorry, kann ich mir nicht leisten. Martin. Genau. Super, super teuer, wenn man ins Restaurant geht. Also wenn man so in ein normales Restaurant geht, dann ist meistens die vegane, vegetarische und vor allem die vegane Speise meistens die günstigste. Und wer jetzt gerade sich im Kopf denkt, na, das stimmt nicht, da lügt das Martin. Das Martin kennt so ziemlich jedes Restaurant hier in Vorarlberg, weil wir ja einmal im Monat Vegan-Treffen organisieren. Genau. Und deswegen kann ihm, glaube ich, niemand was genau. machen. Am Freitag kommen wir zum Beispiel zum Inder und da sind die veganer Speiser halt die günstigste, weil es einfach günstiger ist, wenn man nur Gemüse mit dem Curry hat und andere Dinge als Fleisch und andere tierische Produkte. Natürlich gibt es vegane Lokale, die auch teuer sind, die oft sehr, sehr hochwertige Bio-Produkte verwenden. Die sind dann schon, ja, vom Preis her
vielleicht nochmal anders. Aber wenn man vergleicht, auch im Supermarkt, wenn ihr jetzt Gemüse und ja mit Reis dazu, wenn man richtig gut selber kocht, ohne Fleisch, ohne Käse, das ist einfach günstiger. Das ist genau der Punkt, ja. Mhm. Also die veganen Grundnahrungsmittel, man kann sich ja völlig ausgewogen gesund ernähren, indem man auf diese Nahrungsmittel zurückgreift, und man kann sich absolut günstig ernähren. Und natürlich ist es leider oft noch so, dass die explizit veganen Produkte, die Lifestyle-Produkte oder sag jetzt mal die Produkte, die halt diese typischen Ersatzprodukte, so genau, meinst du? Ja, also sozusagen unter Anführungszeichen Ersatzprodukte oder Alternativprodukte, sage ich gerne, die werden quasi ja teurer verkauft, aber da gehe ich auch ganz gerne in den Supermarkt und hinterfrage das auch, gebe auch Feedback an die Supermarktleiter, dass das nicht sein kann. Wieso zahle ich mehr für ein Produkt, was eigentlich für die Umwelt weniger kostet als das andere Produkt? Und Beispiel Hafermilchschokolade. Aber da hat sich ja auch schon einiges durch. Ich habe letztes Mal jetzt so Aufschnitt verglichen, veganer Aufschnitt. Das stimmt schon. Da war es zum Beispiel im Billa, so 80 Gramm Aufschnitt, das war so ein, wie so Extrawurst bekannt, war glaube ich so um die 2,49 € pro 80 Gramm, das ist noch recht teuer. Und dann Spar-Veggie ist zum Beispiel schon 80 Gramm genau das gleiche, um 1,59 €. Also, und da ist es dann schon so, dass es günstig ist als die tierische Alternative. Also da tut sich sehr viel, und je mehr Leute das natürlich kaufen, umso günstiger wird es so. Ja, das ist mir auch ganz stark aufgefallen. Und was man da auch noch dazu sagen muss, diese Produkte in den Supermärkten, die existieren ja nicht nur für uns 2% VeganerInnen, absolut, sondern für die 37-40% FlexitarierInnen, die einfach immer wieder gerne mal was Veganes essen, weil sie sich denken, ganz ehrlich, es schmeckt gleich, es sieht gleich aus, ich kann es gleich verwenden. Mhm. Es ist inzwischen, wie es Martin sagt, sogar oft günstiger oder gleich teuer oder nur minimal teurer. Und so kann man einfach auch mal was anders machen und mal einen Tag die Woche sich selbst ein bisschen besser fühlen. Eben für die 2% Veganerinnen wird ein Supermarkt keine Ersatzprodukte her tun. Das ist wirklich, mittlerweile sind das um die 40-45% von der Konsumenten, die immer wieder mal sowas kaufen oder öfters mal oder ab und zu mal was so kaufen und so. Und das rentiert sich natürlich für die Supermärkte schon. Und das sieht man aber, der Produkte, wo immer mehr und mehr werden. Es gibt auch noch den Punkt, dass es halt von der Besteuerung her, und wichtiger der VGT Punkt. Ist ja da sehr dran. Und die vegane Gesellschaft. Und die vegane Gesellschaft natürlich. Mhm. Also es ist sehr wichtig, da auch hinzuschauen, und warum wird subventioniert bei Kuhmilch, was unwirtschaftlich ist, ethisch nicht korrekt und ja auch gesundheitlich nicht gut ist, eine Hafermilch, Milchschokolade, gleiche Gramm, kostet halt tatsächlich mehr als eine Kuhmilchschokolade. Das ist leider richtig, und hoffentlich ändert sich das bald mal, weil sonst drehe ich durch. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Schoki, oh oh. Moment, den Punkt hatten wir schon. Jetzt kommt noch ein anderer cooler. Ich würde ja gern vegan werden, aber leider, leider, leider kann ich das nicht, weil mir schmeckt Tofu halt einfach nicht. Oh. Genau. Es gibt auch nur Tofu auf dieser leider. Welt. Ja, es ist unmöglich. Killer Tofu. Also nicht. Gemüse gibt's nicht, und Pilze oder Linsen oder weiß ich nicht. Apfel, 200 kann man nicht essen. Verschiedene andere Milcharten. Und ich rede nicht von Sonnenmilch. Was? Aber Babymilch geht, Scheuermilch. Oder? Scheuermilch, oh, die ist so gut. Na, wenn man sich mal anschaut, wie riesengroß die Auswahl an pflanzlicher Alternative ist. Also nicht nur an pflanzlicher Alternativen, sondern auch an pflanzlicher Lebensmittel generell im Vergleich zu dem Fleisch, Käse und was es sonst so gibt. Dann muss man sich echt wundern, wenn so eine Aussage kommt, ich finde nichts. Eben, ich kenne da auch ein wunderschönes Bild, weil Corinna, du hast vorhin von Bildern gesprochen, die du dann gerne zeigst. Es gibt ein Bild, da steht oben drauf, ich wäre gern vegan geworden, aber ich habe leider nichts gefunden. Und drunter sieht man einen riesigen Markt voll mit Obst und Gemüse.
vollgeräumt bis oben hin, 1000 Farben. Klar. Aber leider nichts, leider schade nichts gefunden. Schade. Mhm. Schade. So schade. Es ist schade. Naja, komm. Aber man kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Traurig. Es ist echt traurig. das mag ich auch. Oh, jetzt. Den habt ihr sicher auch schon alle gehört. Den habt ihr gehört. Den habt ihr sicher gehört. Und da bin ich auch auf eure Antworten gespannt. Ob sie flapsig sind, ob sie lustig sind, ob sie ernst sind, ob ihr ausrastet. So wie bei Batman. Bang, buff. Okay. Pflanzen haben aber auch Gefühle. Ja, den liebe ich. Ja, den habe ich auch schon gehört von meinen Arbeitskollegen. Ja, oder von Biologielehrerinnen. What? Jetzt, dann gib es. Martin, genau. Gib ihm. Meine Arbeitskollegen haben mich mal gefragt, was würdest du, wenn man jetzt rausfindet, dass die Pflanzen auch Gefühle haben, dann könntest du ja gar nichts mehr essen. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Weil ich bin ja so empathisch gegenüber Leben gewesen und dann darf ich keine Tiere mehr essen und keine Pflanzen mehr. Blöd gelaufen, dann musst du verhungern. Aber natürlich ist auch ein großes Argument, warum sollten Pflanzen bitte Schmerz empfinden? Schmerz ist ja dazu ein Impuls zum Wegrennen, dass man ja aus der Situation rauskommt. Das können Pflanzen nicht. Die Pflanzen können nicht wegrennen und haben deshalb auch keinen Schmerz. Das habe ich auch immer gedacht, aber in dem Sinn. Natürlich kann man der Pflanze auf eine bestimmte Art und Weise ein Empfinden, wie sagt man? Zusprechen. Zusprechen, genau. Das ist das richtige Wort, Zusprechen. Aber nie in der Art und Weise, wie ein Tier empfindet, wie ein Tier Bewusstsein hat, Gefühle hat, Psyche hat und so weiter. Und ganz wichtig, wenn man wirklich herausfinden wird, ja, Pflanzen haben auch Gefühle, dann dürfen wir sofort keine Tiere mehr damit füttern, weil Tiere fressen ja viel, viel, viel mehr Pflanzen als wir als Futtermittel. Eben, also damit hat man viel weniger erwischt. Und Leute, was würde passieren, wenn morgen alle vegan werden würden, ja, dann wird ja alles zusammenrechnen, dann hätte man ein Riesenproblem. Die ganzen Nutztiere, die würden uns völlig überbevölkern und uns alle aufessen. Mhm. Oder sie würden alle aussterben, weiß man nicht. Also je nach Argumentation, es kann beides auch gleichzeitig passieren. Wer weiß, Schrödingers Nutztier. Mhm. Und wir haben alle nichts mehr zu essen. Also die ganze Nahrungsmittelproduktion stürzt zusammen. Bauern verlieren ihren Lebensunterhalt, machen Suizid. Ganz logisch, logische Konsequenz, wenn Leute Jobs verlieren, töten sich sofort alle. Mhm. Und also es wird der Untergang, das geht nicht. Leider, schade. Ja, Hauptsache nicht dagegen reden und sagen, dann wäre ich so glücklich. Weil dann sind sie meistens ein bisschen verwirrt. Und dann kann man ganz normal argumentieren. Mhm. Ja, oder nicht gleich, erst am nächsten Tag. Also ich sage ganz gern, erstens wäre ich tatsächlich glücklich, wenn Nutztiere nicht mehr nachgezüchtet werden. Genau. Weil das sind Hochleistungsrassen, also Qualzuchten, die sehr, sehr darunter leiden, wie wir sie gezüchtet haben. Weil sie viel zu viel Milch produzieren, viel zu viel Fleisch ansetzen in viel zu kurzer Zeit und lauter solche Dinge. Und die sterben ja nicht gleich morgen aus. Also nur weil ich die nicht mehr esse, sind die ja nicht morgen tot. Also das wäre ja unlogisch. Doch, die kränken sich so. Ach stimmt, die machen auch alles Suizid. Weil die wollen gerne sterben. Das habe ich auch schon erzählt. Stimmt, vergessen. Nee, also das ist ja so, wenn wir jetzt heute entscheiden würden, dass wir bald keine Nutztiere mehr haben wollen, müssten wir einfach heute aufhören, sie zu besamen, wie du es vorher erklärt hast. Mhm. Dann haben wir in 5 Jahren keine mehr. Mhm. Ist erledigt. Oder bei Haustieren keine Qualzuchten mehr kaufen. Ja. Und was wir ja auch wissen, spätestens eigentlich seit dem IPCC-Bericht diesen Sommer, dass es nämlich genau umgekehrt ist. Also, dass nicht die Nahrungsmittelproduktion zusammenbricht, wenn wir plötzlich keine Tiere mehr halten können, sondern umgekehrt, dass wir aktuell, jetzt ganz leichte Rechnung für alle, die jetzt zuhören, wir ernähren aktuell 10-mal so viele Nutztiere, als wir überhaupt Menschen haben auf diesem Planeten. Diese 10-mal so viele Nutztiere brauchen auch 10 bis 30-mal so viele Kalorien für eine Kalorie, die wir dann rauskriegen zum Essen, als wenn wir das einfach gleich essen würden, also das Soja nicht erst in die Kuh stopfen, in das Schwein stopfen, sondern das Soja gleich selber essen, dann ist das viel effizienter. Und dieses Soja, das da angebaut wurde, wenn ich davon 10-mal so viel brauche fürs Schwein, ist doch logisch, dass wenn ich es dann esse, brauche ich plötzlich super viel weniger Fläche. Dann kann ich auch nicht mehr dieses Argument hernehmen, naja, aber wir müssen ja leider auf die Alpen Kühe stellen, weil blöderweise kommen wir sonst nicht an die Kalorien aus dem Gras ran. Braucht man immer, weil
wenn wir keine Nutztierhaltung und Nutztierfutter mehr herstellen, dann wird eine Fläche frei vom Kontinent Afrika. Der ganze Kontinent wäre frei. Das heißt, wir können wir der Natur zurückgeben, dann müssen wir auch keine Steilhänge mehr bepflanzen. Wir könnten unsere Täler dafür verwenden, Gemüse und Linsen und alles mögliche Schönes anzubauen für uns. Und sogar noch Flächen einfach der Natur zurückgeben. Verwaldung, CO2-Kompensierung und so weiter. Also es wäre eigentlich eine viel nicere Welt. In meine Welt fängst du ein neues Leben an. Wunderbar. Ich glaube, wir vergessen auch immer wieder, dass wir auf einem blauen Planeten leben. Wir haben viel mehr Wasser als Landfläche. Und das, was wir derzeit als Menschheit tun oder getan haben, es ist ja schon soweit, wir haben alles leer gefischt und alles ruiniert, was nur zum Ruinieren geht. Also es gibt natürlich Bereiche, wo wir nicht so hinkommen, aber wir waren sehr fleißig, was das betrifft. Und das Wiederherstellen von Riffen, von der Unterwasserwelt ist ein enormes Projekt. Extrem. Und ja, alle Wasserlebewesen würden natürlich auch sehr profitieren. Mm, so ist es. Eins finde ich auch toll. Habt ihr sicher auch schon mal gehört. Ich gehe davon aus, wenn nicht, dann berichtigt mich, aber ich glaube es nicht. Habt ihr sicher schon gehört. Wir haben aber ja immer schon Fleisch gegessen. Das ist doch Tradition. Also ist es auch gut und richtig, das weiterzumachen. Wer hat es noch nicht gehört? Alle, oder? Ja. Mhm. Kennen wir. Genau. Haben wir immer schon so gemacht. Und deswegen machen wir es auch weiter. Da. Genau. Das Martin, bitte. Ja, genau. Tradition, Religion, Gewohnheit. Das sind alles Dinge, die dann so vorgeschoben werden, warum man jetzt das Fleisch weiter essen soll, warum man weiterhin massenhaft an tierischen Produkte essen soll. Aber es gibt ganz viele Dinge, die neu sind, die Menschen jetzt anders machen. Und das gehört genauso zu der menschlichen Evolution, dass man eben jetzt nicht mehr andere Menschen ausnützt als Sklaven, als Leibeigene und so weiter. Dass man jetzt nicht mehr in den Wald kacken. In den Wald kackt. Ja, wer weiß. Du schon? Vielleicht okay, beim schon, Wandern. Outdoor, aber bitte vergraben. Es sind ja viele, viele Dinge, die sich einfach geändert haben, dass man nicht mehr in Höhlen wohnen, sondern in Häusern, dass man nicht mehr... Dass wir und hier in so komische Mikros reinspielen. Ja, genau. Und das können nachher dass Leute man, anhören. Dass What? Wir anders miteinander kommunizieren, dass sich die Sprache geändert hat, dass sich das Bewusstsein vom Mensch geändert hat. Und genauso kann sich die Ernährung entwickeln. Ja? Ist aber auch nicht korrekt. Also es gibt genügend Gebiete, wo Fleisch- und Fischessen eben nicht traditionell ist. Mhm. Und warum müssen wir unser Essen eben, wenn wir es im Supermarkt aussuchen können, selbst bestimmen, was eben produziert wird. Und ja, ich sehe es halt so, dass Tiere keine Produkte sind und daher eigentlich überhaupt nicht in den Supermarkt gehören. Und ich denke mir halt auch, wir stellen uns da immer die Frage, naja, ist das natürlich? Oder? Dabei müssten wir uns ja eigentlich die Frage stellen, ist das gut, was wir da machen? Es also, ist nicht natürlich unsere Art, Tiere zu konsumieren. Good point. Erstens das. Absolut wer nicht einmal natürlich. Vom Punkt der Befruchtung oder wo wir da halt gestartet sind, der Qualzucht bis zum Endprodukt am Teller mitgemacht hat, also einfach es gesehen hat, es vielleicht sogar gerochen hat und gespürt, gehört hat, der wird sehen, dass das nicht natürlich ist. Und auch nicht gut. Natürlich nicht gut, nicht gesundheitlich gut, nicht ethisch gut, nicht ökologisch gut. Genau. Und nur weil man was immer schon gemacht hat, muss man ja nicht dabei bleiben. Wir machen viele Sachen nicht mehr, die wir früher gemacht haben, einfach weil es Tradition ist. Zum Glück, gell? Leider kommt man nicht als Veganer auf die Welt. Stimmt. Also manche haben das Glück. Ja. Ich nicht, du auch nicht? Nein, leider nicht. Ich habe noch eine. Die ist auch super. Die habe ich auch schon sehr oft gehört. Vegetarisch verstehe ich ja, aber vegan. Ja. Das verstehe ich nicht. Vegan ist was ganz Komisches, das hört man auch sehr oft. Klar, als Vegetarier schützt man schon ein bisschen die Tiere und alles und reduziert es, aber viele wissen eben nicht, dass
Kühe nicht sowieso Milch geben oder das mit den Hühnern. Und das ist auch sehr, sehr brutal, wie die Milch hergestellt wird. Also fast so schlimm, wenn man ein Tiermetzger hat eigentlich. Mhm. Aber das Lustige ist, ich habe das früher auch gern gesagt, weil ich war sehr lang Vegetarierin und wusste halt einfach auch gar nicht, wie Tierhaltung funktioniert und wie das Töten abläuft und so. Mhm. Also ich habe wirklich die süße Vorstellung gehabt, dass wenn ein Tier in den Schlachtraum reingeht, dann puff und dann merkt es schon gar nichts mehr. Das war aber bei mir aber auch halt so. Nicht so. Leider. Das habe ich auch erst letztes Jahr oder so rausgefunden, wie das wirklich geht, dass die da in der Kabine reingehen. Das ist eigentlich ganz schlimm. Ich denke, das ist halt, betäubt man so und dann, aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann erfahrt man halt leider die Wahrheit. Ja, und ich verstehe eh, dass man davor Angst hat. Ich hatte auch davor Angst. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man eh denkt, also es reicht, Tiere nicht mehr zu essen, dann ich verstehe auch, dass man da nicht weiterschaut, weil das habe ich auch nicht gemacht. Das wusste ich auch nicht genau, wie das ist. Also ich war ja zuerst auch Vegetarier und dann hat man mich auch gefragt, ja, aber vegan wirst du schon nicht. Ja, genau. Ja, nein, vegan wäre nicht, das wäre mir viel zu kompliziert, habe ich dann gesehen. Seid ihr schon vegan? Also das war dann mehr so ein Ausrede von mir, weil ich halt gesagt, ich möchte es nicht irgendwie blöd darstellen von meinen Kollegen und ich habe mir so nicht genau auskennt und nicht so auseinandergesetzt mit dem Thema, warum wird jemand vegan? Und von dem her ist es aber gar nicht so kompliziert gewesen, wenn ich mir das selber gedacht habe. Und über die Vegan-Treffer, die wir ja immer wieder machen, schauen wir mal auf unsere Webseite, gleich auf der Startseite wird das auch immer gepostet, habe ich das so selber herausgefunden, indem wir mal mit Veganern gesprochen haben, mit Veganerinnen gesprochen haben. Wie ist das eigentlich? Und warum machen die das? Und dann war das für mich alles klar und wir haben das auch so gemacht. Ja, so war es bei mir auch. Mhm. Also ich fand es auch total unlogisch, dann habe ich es gemacht und dann ging's. Crackers and hummus, they go together in any kind of season and every kind of weather. Crackers and hummus, they go together, sing this song. And be vegan from now on. Aber ich glaube, so gleich vegan wären eher wenige. Ich glaube, so vegetarisch ist immer der Einstieg und dann wird es, also ich weiß jetzt auch vegetarisch seit 4 Jahren und jetzt halt seit dem Sommer letztes Jahr vegan. Also eben, ja. Leider noch gar nicht so lange. Also mir ist es auch ganz arg schwer gefallen, so vom Käse wegzukommen. Also Fleisch war schon okay. Mhm. Also ich hatte schon zugegebenermaßen anfangs einige Rückfälle. Aber lustigerweise, es ist so absurd, nicht auf so ein gutes Steak, wie es die Leute immer sagen, sondern auf fucking Burger. Ja, das stimmt aber. Das war mein Rückfall. Ja, und gerade das kann man leicht ersetzen. Ja, eben, genau. Ja. Und seitdem sobald ich das wusste, dass das easy geht, dass wenn ich da mal unfassbar Lust drauf habe, dass ich das dann haben kann, war es auch okay für mich. Und bei Käse hat es halt länger gedauert. Ja. Also ich war 1,5 Jahre ungefähr Mozzarella-Veganerin. Und das sage ich auch gern Leuten, die Angst davor haben, vegan zu werden, sage ich, okay, fang mit den Dingen an, die du leicht für dich weglassen kannst. Dann bist du halt vegan bis auf, also ihr dürft euch dann nicht vegan nennen, ne? Dann kommt die Vegan-Polizei, das ist klar. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal viele Schritte weitergehen. Und dann lasst ihr halt die anderen Dinge so langsam ausfaden und findet andere Dinge, die ihr gut findet, stattdessen. Man muss ja nicht von an auf einen anderen Tag vegan werden. Ja. Ja. Ich bin vegetarisch, bin mir auch nicht so gewesen. Ja, geil. Am Anfang so probieren und dann... So ist es. Und treffen euch unbedingt mit anderer Veganerinnen. Stimmt. Und kommen vielleicht zu einem Vegan-Treffer oder vielleicht finden da auf Facebook was, wo ihr euch austauschen könnt. Fällt es echt leicht. Und das ist einfach so eine Offenbarung. Also für mich war das wirklich eine Offenbarung, dass ich gesagt habe, wow, die machen das aus dem und dem Grund und das haben die auch nicht gewusst mit der Kuh und das haben die nicht gewusst mit der Hühner, dass da die Küken geschreddert werden und. So, ich habe aber auch gesehen, wie einfach das eigentlich geht, was die für Lehrer haben, was für gesundheitliche Vorteile sie loszuhören, ja? Eben, und das, also wer jetzt kurz diesen Gedanken hatte, das hat auch nichts mit Sektentum oder irgendwas zu tun, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, die gleichgesinnt sind. Im Gegenteil, das ist einfach nur ein Bestärken. Mhm. Okay, andere Leute denken auch so wie ich, ich bin nicht bekloppt. Es gibt so andere wie mich auch und von denen Tipps holen. Und man muss dann auch nicht immer mit dieser Vegan-Bubble rumhängen. Man kann seine normalen Freunde auch noch behalten. Oder die vielleicht motivieren auch mal. Oder so. Genau. Ist auch immer gut. Liebe geht durch den Magen. Wenn man plötzlich vegane Sachen kochen kann, backen kann. Du backst so gern, Tatjana, gell? Ja. Dann also geht super easy. Es gibt mittlerweile auch Ei-Ersatz in vegan. Also kann man sich nicht beschweren, dass man nicht vegan backen kann. Eben. Wenn sogar ich das kann. Und ich kann nicht mal backen. Ja, also. Ich habe noch einen ganz tollen. Jetzt bin ich gespannt.
Okay, den kennt ihr sicher auch. Und ich weiß, also wer von euch da draußen das regelmäßig sagt, ich weiß, das ist nicht böse gemeint. Also oje, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Aber so viele, wie das sagen, kann einfach nicht sein. Also, und zwar folgendes Argument. Also ich esse ja nur wenig Fleisch und wenn, dann eh nur vom Bauer nebenan oder vom Metzger nebenan. Hm. Und die machen das natürlich alles super. Ja. Nope. Das war immer wieder, immer wieder. Und wenn die Leute nachher genauer anschaust, wie sie leben, was sie machen, dann stimmt es einfach überhaupt nicht. Also die zählen halt nur zum Fleisch, wenn sie mal irgendein Steak kaufen oder grillen. Das ist und das Fleisch. Dann vielleicht wirklich aber beim alles Metzger andere, kaufen? So, was man halt der ganze Tag macht, vom Frühstück bis zum Abend, Mittag zum Döner gehen, Mittag zum Chines, Pizza essen gehen und so weiter, das wird alles nicht zum Fleisch zählt, aber da wird halt konsumiert. Und gerade die Gastronomie, war gerade letztes Mal im Radio, ich glaube über 80% oder 90% ist das halt das billigste vom billigsten Importfleisch, ja, wo aber halt überhaupt nicht auf die Haltung geachtet wird. So ist es. Und da gibt's ja auch keine Kennzeichnung. Also das finde ich auch immer witzig, wenn Leute sagen, sie gehen zum Metzger. Also hier gerade in Vorarlberg finde ich das besonders lustig, weil da gab's ja vor einigen Jahren, wer sich noch dran erinnert von euch, den Schweineskandal, der vom Verein gegen Tierfabriken aufgedeckt wurde, wo ganz klar gezeigt wurde, dass das Metzgerfleisch eben nicht immer, natürlich gibt's Ausnahmen, nicht immer wirklich gut gehaltenes Ländlefleisch ist, sondern importiert wird aus zum Beispiel Deutschland. Da kam dann nachts ein Transporter mit ganz vielen Schweinen aus Deutschland angefahren, wurde auf dem Ried illegal umgeladen auf kleinere Metzgertransporte, die dann am nächsten Morgen das Fleisch als Ländlefleisch verkauft haben. Oder es wurde rausgefunden, dass die Puten, die da angeboten wurden, aus Tschechien oder Polen kamen. Also ja, da gibt's halt keine Deklarationspflicht, weder beim Metzger noch in der Gastronomie. Im Supermarkt gibt's das dankenswerterweise schon in der frischen Theke. Da steht drauf, woher das Tier kommt. Aber das mit dieser ganzen Haltungskennzeichnung ist schon eine schwierige Sache. Also da kämpft der Verein gegen Tierfabriken auch schon seit Ewigkeiten, um eben nicht nur eine Kennzeichnung zu haben, wo dann draufsteht, wow, aus Österreich, herzlichen Glückwunsch, sondern auch, wie wurde das Tier gehalten? Wie ging's diesem Tier, das ich jetzt esse? Weil es ist ein Riesenunterschied, ob ein Schwein zum Beispiel Stroh hatte oder nicht. Es ist ein Riesenunterschied, ob es auf der grünen Wiese leben durfte oder nicht, wie lang es leben durfte. Und das sind alles Dinge, die, finde ich, sollten KonsumentInnen auch wissen, weil wie sollen sie sonst eine informierte Entscheidung treffen können? Oh, der ist auch ganz toll. Oh, den liebe ich auch. Den kennen sicher auch die Leute aus der Klima- und Umweltbewegung. Mwah, der ist toll. Der ist toll. Ja, wenn du aber so und so lebst, dann musst du doch auch auf das und das verzichten. Du fährst doch auch Auto, aber du benutzt doch auch Plastik, aber du hast doch auch ein Handy. Diese ganzen Sachen. Genau. Das ist so dieser Perfektionismus. Absolut. Love it. Love it. I don't care. Leute, es heißt Veganismus und nicht Perfektionismus. Doch, Veganer müssen mit dem Fahrrad in den Bioladen einkaufen, Fleischesser dürfen mit dem SUV einkaufen. Müssen mit dem SUV einkaufen. Wenn, dann gilt es in beide Richtungen. Ah, dann gilt es in beide Richtungen, ja. Ja, also, das finde ich auch immer ganz interessant, dass man denn so ein, wenn du was machst, dann musst du einfach irgendwie perfekt sein. Also ich bin sehr froh, wenn mich jemand auf solche Dinge hinweist, weil dann weiß ich noch, woran ich noch mal feilen kann. Also eine nahe Verwandte von mir, mit dem macht das auch ganz gern. Also die lebt auch, kauft nur Bio-Sachen ein und achtet sehr darauf, konsumiert sehr bewusst. Und sie hat mich dann auch eines Tages einmal gefragt, ja, aber Diana, wie ist das denn? Du schaust eh auch so, dass du regional und saisonal einkaufst. Und war halt mitten im Winter, oder? Und ich habe dann halt gedacht, okay, ja, Challenge accepted, und ich habe dann wirklich konsequent den ganzen Winter lang nur Gemüse aus Österreich gegessen. Das war dann halt sehr eingeschränkt, so Kohl und Wurzelgemüse, aber es funktioniert. Es geht, ja. Und wenn man halt auch weiß, wo man einkaufen geht, dann kann man halt auch ein bisschen mehr als das essen, auch regional und saisonal. Und klar, mich nervt es auch manchmal, aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn mich die Leute auch darauf hinweisen, dann heißt es, dass sie sich ja auch Gedanken darüber machen. Also es ist eigentlich
für mich eigentlich etwas Positives, sage ich einmal. Auch wenn es im ersten Moment nervig erscheint. Dir ist jetzt gerade so der krasse Heiligenschein über dem Kopf erschienen. Total, ja. Nee, aber stimmt, geblendet. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Eben, es gibt ja Dinge, also Leute machen viele Sachen total toll, die ich überhaupt nicht gut mache. Ich bin auch immer froh, wenn ich was lernen kann. Oh, der ist auch schön. Smartin, der ist für dich. Jetzt bin ich gespannt. Den liebst du. Da hast du schon mal sehr schöne Sachen dazu gesagt. Vegan ist ja leider umweltschädlich, weil, naja, Nüsse, weil Avocado Soja. Und so, weißt schon. Ja, das höre ich immer wieder. Zum Beispiel habe ich schon eine Diskussion gehabt mit einem Gastronom, wo es drum gegangen ist. Er möchte keinen veganer Käse verwenden, weil der halt so umweltschädlich ist, weil da Mandeln drin sind oder aus Mandeln gemacht ist. Ja, natürlich gibt es nicht nur Mandelkäse, es gibt auch andere veganer Käse. Aber das finde ich dann halt auch immer wieder so interessant, dass sie denn das auf einer Seite sagen. Und auf der anderen Seite steht aber vielleicht sogar ein Mandelkuchen auf der Theke. Da ist es dann überhaupt kein Problem, wenn es einen Kuchen ist mit Mandler, was ganz viel im Mandler drin ist oder Marzipan oder so. Es wird halt immer nur so auf die veganen Produkte eingestochen. Gestichelt, oder? Ja, außerdem essen ja andere Leute eben auch Avocado, Guacamole. Genau, das sind ja nicht nur die Veganer, die das essen. Und dann heißt es immer, ja, ihr Veganer mit eurer Südfrüchte, mit eurer Avocados. Und die werden alle eingeflogen, was auch nicht stimmt. Die kommen alle von Übersee, was auch nicht stimmt. Sie kommen aus Italien, aus Spanien. Natürlich muss man so hinterfragen, wie viel Avocados man aus Spanien isst und woher die genau kommen. Ist das Bio, ist das nicht? Natürlich kann man das alles hinterfragen. Aber irgendwo ist das halt natürlich die Richtung zum Perfektionismus, der nicht unbedingt sein muss. Man kann halt wesentlich mehr machen, mit dem man sich einfach vollwertig pflanzlich ernährt, möglichst auf die Regionalität schaut. Und saisonal macht extrem viel aus. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Warum müssen wir da so perfekt sein? Wir sind 2%, Leute. Wir können nicht alle Avocados im Supermarkt essen. Ich bemühe mich wirklich, ich bemühe mich ganz viele zu essen. Nein, Spaß. Aber das schaffen wir natürlich nicht. Die sind nicht für uns da. Die Mandeln auch nicht. Ja, aber jemand, der jetzt nicht vegan ist, den würde man sowas zum Beispiel, glaube ich, gar nicht fragen. Guter Punkt. Absolut guter nicht. Punkt. Da ist es komplett egal. Ja. Der Veganer muss mit dem Fahrrad zum Biolader, der Fleischesser muss mit dem SUV. So ist es. Das sage ich nämlich wirklich immer. Und so ich wird das halt so das Schubladendenken. Genau. Das ist extrem auf das Schubladendenken Fall. Da von der Leute. Und irgendwie ist es so eine Abwehrhaltung. Ja, aber dann musst du auch das und das schauen. Dann musst du nach Afrika gehen. Das hat man zu mir schon ja, gesehen. Ja, dann musst du auswandern. Dann musst du nach Afrika. Eremit werden und alles selber anbauen. Ja. Nee, muss ich nicht. Absolut nicht. Schau das ist ja jeder wächst einem anderen Grund vegan. Die manche wächst im Tierschutz, andere wächst im Klima. Genau. Das Schöne ist, man fängt viele Fliegen mit diesem Thema Glas. Und kann sie, genau. Eben, man fängt viele Fliegen mit einem Glas und kann sie alle befreien. Genau. Man erschlägt sie nicht. Das tut man nicht, Leute. Sorry. Den mag ich auch total gern. Den höre ich auch so oft. Und der ist auch, ich weiß es, Leute, ich weiß, der ist auch nicht böse gemeint, in den meisten Fällen. Und kommt eben auch aus viel Unwissen oder auch aus vielen Medienberichten, die irgendwie auch einfach misleading sind. Vegan ist ja so künstlich, das ist ja alles voller Chemie und das ist leider so gar nicht gesund, weil da weiß man ja auch überhaupt nicht, was drin ist. Ah, interessant, weil wir bekommen immer häufiger Kundenanfragen zu veganen Farben ohne Chemie und ich sage jetzt mal ohne böse Farbstoffe. Ja, also wo drin? Wovon redest du denn? Vom Apfel? Von den Penne mit Tomatensauce? Oder wovon redest du? Wo ist irgendwas drin, wovon du nichts weißt? Ah, du meinst Ersatzprodukte. Genau, da ist Erdöl drin, habe ich gehört. Oder Klebstoff, habe ich auch schon gehört. Echt, ja. Stimmt, genau. Da ist nämlich ein Produkt drin, das zufälligerweise auch in Leim verwendet wird. No way. Na, es gab immer wieder mal das Thema mit dem Erdöl in veganen Produkten. Und dann habe ich mal mit Bekannten, mit Freunden und so weiter geredet. Und die dachten dann wirklich,
veganen Produkten wird Erdöl zugesetzt. Ja, weil das einfach das nur die Schlagzeile war, das kommt auch. Aber dass das Problem mit dem Erdöl, dass das einfach in diesen Produkten gemossen wird, das hat jetzt überhaupt nichts mit vegan oder nicht vegan zu tun, das sind halt irgendwelche Fertigprodukte, die durch die Industriestraße laufen, die da halt verarbeitet werden. Und da kann es natürlich passieren, dass minimale Mengen irgendeiner von einer Maschine oder von irgendwoher was innen tropft, innen pflückt so. Und ja, und dann kann man das natürlich messen. Oder durch die Verpackung kommt auch viel dazu. Durch die Verpackung oder was auch immer. Und das betrifft dann einfach alle Fertigprodukte. Das betrifft natürlich alle Produkte. Und das wird natürlich nicht extra zugesetzt zum veganen Produkt, sondern das ist einfach generell in der Verarbeitung, in der Industrie, kann das passieren, dass halt irgendwo Erdöl dazu kommt. Das kann natürlich immer Fleischprodukte in der See, immer Milchprodukte, das ist überall, überall wird man das finden. Aber die Schlagzeile wird halt so aufgearbeitet, dass es nur vegane Produkte sind. Genau. Oder wie du gesagt hast, Tatjana, dass da Leim drin ist. Ja. Nee, es wird natürlich nicht Leim reingeschmiert in ein veganes Patty, sondern zufälligerweise ist ein Bestandteil davon auch in Leim zu finden. Das spricht aber nicht gegen das vegane Produkt, sondern für Leim, dass Leim gar nicht so schlecht ist eigentlich. Besteht aus gar nicht so viel Chemie. Es sind auch Sachen drin, die man tatsächlich benennen kann. Ja, ich will gar nicht wissen, was Salz in Hackfleisch ist. Oder in Wurst. Schaut mal bitte bei der nächsten Supermarkttheke vorbei und guckt, was in einer ganz normalen Wurst alles drin ist, was da für schöne Sachen draufstehen. Mhm. Oder eben in einem vergleichbaren Fertigprodukt. Also wenn ihr vegane Nuggets anschaut, guckt euch an, was in den Tiernuggets drin ist. Oder in der nicht veganen Pizza versus vegane Pizza. Dreht mal beides einfach rum und schaut drauf. Und ganz wichtig auch nochmal, nur weil jetzt irgendwo eine E-Nummer draufsteht oder irgendein Zusatzstoff, der sehr befremdlich klingt, das kann sowohl für als auch gegen den Stoff sprechen. Da kann ich auch immer nur sagen, recherchiert einfach selber. Man findet zu jedem Zusatzstoff gute Infos. Also es kann auch sein, dass entweder ihr findet raus, wow, cool, das ist eigentlich was ganz Normales. Das wird aus irgendeiner, keine Ahnung, aus einem Johannesbrotkernmehl oder sowas, wird das Verdickungsmittel verwendet. Das ist ganz, was ganz Harmloses. Nur weil etwas chemisch klingt. Chemie ist ja, wir bestehen ja auch aus Chemie. In uns laufen ja auch biochemische Reaktionen ab. Chemie als Argument herzunehmen, ob etwas gut oder schlecht ist, ist einfach zu einfach formuliert und es ist viel, viel komplexer als nur diese eine Aussage. Eben, und wenn Diana das sagt, die hat ja Bio studiert, ja, also die kennt das. Genau, so das ist aber das wird halt immer wieder aus Propagandazwecken hergenommen. Die Chemie, irgendwelche Begriffe, wie schlimm das ist und. Das hat sogar schon die Zuckerindustrie gemacht gegen Stevia. Da haben sie dann halt irgendwann einen anderen Begriff, ein wissenschaftlicher, chemischer Begriff für das Stevia genau, für den Süßstoff. Dass das so langes, kompliziertes, schlimmes Wort ist, dann doch lieber Zucker. Also so irgendwie war das vor der Zuckerindustrie mal eine Werbung gegen Stevia. Oder wie Corinna vorher gesagt hat, immer schön mit Bildern arbeiten. Da gibt's ein wunderhübsches Bild im Internet. Wie chemisch ist ein Apfel? Und dann ist der Apfel einfach nur in seine chemischen Bestandteile aufgeteilt. Und das ist eine verdammt lange Liste. Um Gottes Willen. Also Äpfel ganz schädlich, ganz chemisch. Und schlussendlich ist das echt billige Propaganda. Ja, oder wenn das jetzt meine Tante zum Beispiel zu mir sagt, du, boah, das ist doch gruselig, das ist doch alles so künstlich und chemisch und so, dann frage ich sie, was genau meint sie? Genau. Was genau? Kann man es nie beantworten. Welches Produkt? Genau. Welcher Zusatzstoff. Genau. Sag's mir. Das frage ich auch immer, ja. Das meine ich mit eben, denkt einfach darüber nach, was die Frage bedeutet. Und zum Schluss habe ich noch was ganz Hübsches für euch. Das finde ich wirklich sehr süß. Also, ich würde ja gern, aber das bringt ja nichts, wenn ich was ändere. Ich, armes kleines Mausi auf diesem großen Planeten, ich kann doch nichts bewirken, ja. Das bringt ja nichts. Also, wenn es was bringen würde, dann würde ich das ja schon machen. Oh, du armes kleines Mausi. Voll. Schade. Da sage ich dann gerne, hast du mal eine kleine Moskito in dein Zimmer gehabt? Überleg mal, was dieses kleine Moskitoteil mit dir gemacht hat die ganze Nacht. Meine Güte. Also mit mir zumindest. Genau, ich werde durchlöchert, ey. Meine Güte.
Das finde ich auch immer ein bisschen komisch oder so Ausweichmanöver, wo die Personen dann versuchen zu sagen, ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich das nur mache. Aber es stimmt ja nicht. Es bist ja nicht nur du, der das macht, wenn du sowas machst, sondern es sind ganz viele. Und du hast auch eine Vorbildfunktion für andere. Du kannst andere sorgen, wie man es richtig machen kann. Du kannst vorsorgen, ja? Wie die Tatjana mit ihren guten veganen Kuchen. Auf jeden Fall. Mhm. Einfluss eben, wenn auf andere viele liebe kleine Menschen auf dieser Welt viele kleine Dinge besser machen und damit viele andere Leute beeinflussen, dann kommen wir alle ein großes Stück weiter. Natürlich müssen die großen Veränderungen von der Politik kommen, damit wir auch diese großen Schritte endlich mal schaffen. Aber eben in unserem persönlichen Leben, selbst wenn wir jetzt nicht AktivistInnen sind, in unserem persönlichen Leben gibt es viel, was wir besser machen können, was wirklich was verändert. Genau, die Politik muss einfach die Weichen stellen, dass es wir einfacher haben, dass wir so lernen können. Dass wir hergehen können und sagen, ja, wir kaufen gern mehr pflanzliche Produkte, weil sie einfach subventioniert sind, günstiger sind als die tierischen. Momentan läuft noch viel verkehrt, dass tierische Produkte subventioniert werden, weil halt klimaschädlich sind, wo sehr, sehr viele Ressourcen verbrauchen. Beim Verkehr ist es genauso. Aber wenn die Politik die Weiche in die richtige Richtung mal stellt und immer mehr, dann wird es immer einfacher und mehr Menschen können so lehrbar. Und dann, da wir das eh irgendwann mal machen wollen müssen, wenn wir überleben wollen, können wir auch heute gleich damit anfangen. Und wenn ihr Tipps haben wollt, wie ihr euren persönlichen Lebensstil besser machen könnt, Schritt für Schritt, kein Stress, Leute, alles cool, ne? Wir sind für euch da, wir geben euch Tipps. Ihr könnt unseren Podcast hören, wie ihr gerade jetzt schon tut. Ihr findet auf unserer Webseite, auf Instagram, auf Facebook lauter coole Infos. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gern. Vielleicht können wir es euch beantworten. Auf www.pure.jetzt finden da ganz tolle Informationen, Karte, Tipps und Tricks und auch viel mehr. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt mal den Film an, oder? Vegan Everyday Stories wartet auf uns. Oh yeah. Ja, cool. Ein richtig schöner Film. Oh, ich freue mich schon. Hast du die Popcorn? Auf jeden Fall. Okay, let's go. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Bis bald. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Crackers and hummus, they go together in any kind of season and every kind of weather. Crackers and hummus, they go together. Sing this song and be vegan from now on.